was in dieser Folge passieren wird. Ist da, oh mein Gott, Carlos Sainz, der Bre ist gar nicht gestartet. Und wir gehen hier außen vorbei. Ja, da quetschen wir uns rein. Das wird aber knapp werden. Na, jetzt haben wir die bessere Linie. Doch, zwei Leute vorbei. Wir gehen innen rein. Gerade noch so, irgendwie konnten wir uns da retten. Es war ein Harakiri-Spiel. Und damit willkommen endlich wieder mal in unsere F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Season 3 und wir feiern auch hier wieder das Comeback von Frankreich, von Le Castellet. Ich freue mich, denn die Strecke hat immer Spaß gemacht. Dennoch muss ich ein bisschen die Wind aus der Seele nehmen. Es wird heute ein echt schwieriges Rennen werden. Deswegen abonniert mich nicht gerne den Channel. Le Castellet, wir kennen es eigentlich noch. Verhasst bei den Fahrern, 5,8 Kilometer, 15 Kurven und 2 DS-Zonen. Aber im Game hat es immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Es gibt viele Überholmöglichkeiten und ja, auch diese ewig lange Geraden, die nur in der Mitte von dieser Schikane eigentlich ja mal zum Durchatmen genutzt wird, denn die Strecke ist unfassbar lang. Und abonniert unbedingt gerne kostenlos. Falls mir die Videos gefallen und ihr noch nicht habt, lasst doch gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, iTunes-Gaming auf Instagram und auch gerne auf EZ-Tobi. Macht die 13k voll und wir starten jetzt hier in unsere Quali-Runde rein. Let's go. Turn 1 ist schon mal ein richtiger Banger. Da musst du echt aufpassen auf Track Limits und so weiter. Rechts war ich knapp mit den Track Limits. Aber was beschleunigen konnten wir einiges an Zeit finden. 60.000stel. Ah, da gehen wir sogar in die rote Zone. Da komme ich ein bisschen weit von der Ideallinie ab. Dennoch konnte ich hier ein Ticken an Zeit finden. Also die Strecke ist schwierig zu fahren. Und ja, ich merke auch, das liegt nicht ganz unserem Autostil. Beim Rastbeschleunigen habe ich ein paar Tausendstel noch gefunden. Dennoch waren wir langsam auch in Sektor 2. Was natürlich ja bedeutet, wir müssen den Dreier ordentlich anpacen. Beim Rastbeschleunigen auch wieder der Rutscher. Und da geht es wieder in die rote Zone. Alter, ich hoffe natürlich, dass wir im dritten Sektor noch einiges an Zeit finden. Da war auch ehrlich gesagt in diesen Traktionsbereichen, sprich letzte Kurve raus und auch die nächste Kurve nach dieser Kurve, da hatten wir wirklich Probleme. Dennoch, boah, also der Versuch bis jetzt war nicht so optimal. Ja, hier konnte ich mal ein paar Tausendstel finden. Die Runde an sich war ehrlich gesagt auch nicht allzu gut. Auch hier beim Rausbeschleunigen leichter Rutscher. Es ist schwierig. Frankreich macht mir aktuell nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Hier beim Rausbeschleunigen, gerade in der letzten Kurve, da haben wir 3 Zehntel gefunden. Die sind auch verdammt wichtig nach den ersten beiden Sektoren. Ja, gucken wir uns mal an, wo wir gelandet sind. Oberfläche sehr rau ist. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Verstappen, Hamilton, Stroll, Perez, Sainz, Oscar Piastri, Ocon, der Wissenschaftler, Gasly, Norris, Albon, Doohan, Magnussen, Tsunoda, Sargent, Joe, De Vries, Hülkenberg und Liam Lawson. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Let's go, Leute. Wir starten hier nur von P11, was meine Erwartungen natürlich ein bisschen steigert. Ist, oh mein Gott, Carlos Sainz, der Bre ist gar nicht gestartet. Ja, ich musste hier kurz respawnen, I'm sorry, aber Piastri hat so spät ausgeschert und ich konnte hier einfach, ja, Rad an Rad, aber Mann, Bro, ich war ja eh neben dir. Ja, deswegen gibt es eine Verwarnung hier. Kollision mit Perez. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, ich hatte hier absolut keine Chance. Also es ist wirklich alles zu schnell gegangen und ich konnte nicht zu schnell reagieren, weswegen ich hier einfach mal so ein bisschen froh bin, dass mal die Action vorbei ist. Beim Rausbeschleunigen mehr quer als gerade gefahren. Und ja, erster Sektor ist vorbei. Wir konnten 5 Plätze gut machen, was schon toll ist. Aber ich sehe schon die unfassbare Pace der beiden Red Bull Jungs, die angeschossen kommen wie 2 Raketen. Die haben wirklich eine andere Pace. Die sind so schnell. Die sind wirklich extrem, extrem, extrem schnell. Ich hoffe natürlich, dass wir eventuell an Piastri oder an Valtteri Bottas drankommen. Die beiden, die scheinen ja so ein bisschen in einem Zug festzuhängen.
vorne kann sich der Ferrari ein bisschen lösen, aber ja, gerade Piastri, ich glaube, den könnten wir noch mitten im Bottas fightet hier auch mit einem Mercedes, ja, es ist Russell. Und ja, das Auto lässt sich gar nicht gut handeln. Wie auch beim letzten Mal werden wir auch heute wieder mit Traktionskontrolle mittelfahren. Falls ihr die Videos nicht gesehen habt von den ersten beiden Seasons und ja bis jetzt, schaut gerne oben rechts vorbei, da habe ich alles in einer Playlist verlinkt in unserer F1-23-Karriere. Das ist bereits unser 58. Run. Und wir konnten bis jetzt auch schon einige Erfolge feiern, weswegen ich da wirklich stolz bin. Die rechte Seite fällt mir auf, ist wesentlich schlechter gestartet, sprich ein McLaren unfassbar grottig, ein Mercedes sehr grottig, also davor uns und auch ein Red Bull wirklich mega schwach, was das Ganze sehr interessant für mich macht. Jetzt hier gehen wir an Max Verstappen in der nächsten Kurve vorbei, das war eigentlich okay. Wir konnten hier wirklich gut auspacen und das war, würde sagen, hat Spaß gemacht, hier auf jeden Fall reinzugehen. Piastri jetzt vor uns im Windschatten, saugen wir uns da dran. Es wird natürlich noch ein bisschen dauern, ein paar Kurven, im besten Fall natürlich noch eine Runde, also im besten Fall aber noch eine Runde und wir können uns dann mit dem DRS vergnügen. Jetzt, gehen wir raus, das wird aber nicht reichen, da deckt er gut ab und da gibt es die Berührung zwischen Russell und Valtteri Bottas. Und wir gehen hier außen vorbei. Ja, da quetschen wir uns rein. Das wird aber knapp werden. Na, jetzt haben wir die bessere Linie. Doch jetzt sind wir an George. Nein, Oscar Piastri, sorry. Vorbei. Doch, der hatte den besseren Exit. Und jetzt habe ich so viele Leute hier. Rechts ein Red Bull, links ein Aston Martin und in der Mitte noch der Red Bull. Also, ja, und da kommt jetzt auch ordentlich zur Berührung dahinter uns. Na, da müssen wir mal schauen, was das Ganze noch so bereithält. Das ist ja, die Pace ist auf jeden Fall heute nicht da. Das Auto hat Traktionsprobleme und vor allem auch haben wir Topspeed-Probleme. Also wir sind so langsam auf den Geraden, da komme ich kaum hinterher. Das ist ja nicht schön. Auch Russell mit dem Wurzelreifen, der fährt uns da ja quasi auf und davon. Wir kommen den auch nicht richtig hinterher. Ich muss mich natürlich auch um die Leute hinter mir kümmern. Aber trotzdem, es ist schwierig heute zu fahren. So, jetzt wieder. Rechts schießt der Aston vorbei. Und ja, ich merke schon, das wird heute so ein bisschen der Hotspot werden in unseren Rennen. Diese ewig lange Geraden, die wird uns viel Zeit kosten. Russell ist wirklich, wie gesagt, auf und davon. Jetzt in Runde 4 ist ja schon 2,5 Sekunden weg und wir werden da auch nichts mehr dran ändern können. Der ist unaufhaltsam, so schnell, so Top-Speed-mäßig, also, ja, und hier schießt Max Verstappen vorbei, da kann ich nichts mehr machen, trotz Abdecken muss ich hier mich rechts einordnen und wir konnten gerade hier noch so mit einem Außenbremsmanöver an ihm vorbeigehen, aber es ist halt, wenn ich mir um die Gap angucke, also die sind so verdammt schnell und jeder, ja, Fight-Move hier gegen den Red Bull. Wir verlieren so viel Zeit und jetzt hier wieder. Ich schere hier nach links aus und da kommen gleich drei auf einmal angeschossen. Außen hier fast Max noch vorbei. Leute. Es sind schon 7 Sekunden zum Vordermann und der ist auf weißen Reifen. Ja, es sollten mittlerweile auch schon besser sein als meine. Ich habe den Ganzen jetzt ein Ende gesetzt. Wir gehen in die Box, rennen Runde 8. Und ja, es beten, dass wir einfach schneller sind, dass die irgendwie fighten da vorne. Sonst, unsere Pace ist halt wirklich unfassbar, unfassbar schwach. Es liegt nicht am Motor, da bin ich mir fast sicher. Es ist, glaube ich, auch einfach das Gesamtpaket, das heute einfach nicht stimmt. Also wirklich, es stimmt einfach nicht. Unser Auto ist einfach wir schwächeln ein bisschen. Jetzt waren die ersten in der Box. Wir sind immerhin an Perez wieder vorbeigekommen, der jetzt gerade aus der Box rausfährt. Und wir sind aber noch auf dem 15. Platz und das in Runde Nummer 10. Also die komplette Gruppe vor uns war noch nicht in der Box. Und weswegen ich wirklich hier unheimlich ans Limit gehe. Ich push, was das Zeug hält, nur um so meinen Vorderplatz zu behalten. Purple im ersten Sektor, das war gut. Wir konnten auch 2,6 Sekunden zu Perez, das ist okay. Jetzt ist der Rest in der Box. Jetzt wird es interessant zu sehen, wo wir rauskommen. Lando auch in der Box drin. Hamilton wieder vor uns rausgekommen. Da konnten wir sogar 2 Sekunden aufholen.
Max ist noch draußen geblieben und 11. Platz aktuell. Natürlich sind ein paar noch nicht gewesen. Bottas war schon drinnen, auch Hamilton war drinnen. Und ich denke mal auch, nein. Der Ferrari war noch nicht drinnen, der ist noch nicht gestoppt. Hier gehen wir Full Speed. Geile Passage. So diese Sektion hier, diese langgezogenen Kurven, auch diesen Hügel hier rauf und dann links dann. Die sind echt so schwierig. Da geht's richtig zur Sache. Es ist ein Wahnsinn, wie Max Verstappen hier, welche Pace er hier hat. Und ihr seht es auch, wir haben hier noch die alten Ferraris. Und da geht wieder ein Red Bull innen vorbei. Also das ist wirklich unheimlich. Aber es hat Spaß gemacht. So ein bisschen. Es ist halt dumm, wenn du immer das schwächere Auto hast. Aber dann kann ich jetzt leider nichts machen. Es ist einfach so, wie es ist. Und ja, das ist halt. Es ist so. Und Rad an Rad mit Max hier in die enge Kurve rein. Und ja, es ist schwierig. Da kommt der Red Bull in beiden. Beide Red Bull jetzt hinter mir. Perez und auch Verstappen. Wobei Verstappen noch ein bisschen weiter weg ist. Wir wieder auf dem 5. Platz sind. Also ich habe nichts gewonnen, nichts verloren. Im Gegenteil. Aber wir konnten. Ich finde es natürlich cool, dass da vor uns ein paar Leute kämpfen. Auch vor allem Bottas, der kämpft um den Sieg hier. Perez jetzt außen. Das reicht aber nicht. Da kann er auch nicht dranbleiben. Aber natürlich, jeder Fight kostet Zeit, die wir dann jetzt auch gegen Verstappen verlieren. Und dann auch im Umkehrschluss gegen den McLaren dahinter. Also es wird knapp. Und ja, dieser 5. Platz ist ja nicht mal das Maximum, was ich mir heute gewünscht hätte. Podium wäre schon cool gewesen. Jetzt ist Stroll auf einmal auf den 6. Platz, weil ich eben so ein Schneckenmanöver mache. Also generell zu schneckenhaft herumfahre. Da können wir auch wieder kontern in Runde Nummer 16. Es sind noch 3 Runden zu gehen und lasst uns beten, dass sich das noch ausgeht. Ich bin mir absolut unsicher, dass das heute noch ein gutes Ende finden wird. Ab in die Fullspeed-Passage und jetzt schießen auf einmal 2 Leute vorbei. Wir gehen innen rein. Gerade noch so irgendwie konnten wir uns da retten. Es war ein Harakiri, später Breakdown. Ja, ich würde schon fast sagen, Divebomb-ähnliches Manöver. Ich hoffe, dass ich die Replay mit reingenommen habe. Aber das ist wirklich unheimlich, wie schnell alle sind im Vergleich zu mir. Also, sind. Jetzt haben wir auch diese Moves. Gegen, wer ist das? Das ist Lance Stroll. Alter, guck dich mal die Linie an, die er fährt. Er kommt da ein bisschen rechts neben die Strecke, fährt dann, hält dann irgendwie rein. Also das ist wirklich nicht sauber, was der da herumcruist. Wir sind in der 19. Runde, Lance Stroll hinter uns. Die ersten werden gleich über die Ziellinie fahren. Wir sind in der letzten Kurve, wobei wir gerade mal Anfang 3. Sektor sind. Auch nicht okay. Aber wir sind gerade mal so in dieser letzten Sektion. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen. Da bin ich auch ein bisschen froh drüber, dass Leclerc nur Dritter geworden ist. Denn auch in der Weltmeisterschaft, wo ich mitsprechen will, sind wir ja eigentlich ja rivalisiert mit Leclerc. Und da müssen wir echt ordentlich draufhalten. Das war das wirklich anstrengende. Ich kann das Rennen heute echt nicht mit Spaß bezeichnen, denn es hat keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur mega anstrengend gegen eine so crackte KI. Wir fahren nur KI 95 und dennoch kommt die hier angeschossen. Wir durften heute spannende Duelle hier in Le Castellet auf dem Paul Ricard Circuit erleben und es endet mit einem spektakulären Sieg. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
Top-Leistung, wirklich Top-Leistung von den Jungs da. Ich war chancenlos gegen die. Ich war 16 Sekunden hinter der Spitze. Also da vorne ging es eng zur Sache, aber auch bei der schnellsten Rennrunde, da war ich 8 Zehntel weg. Also alle rund um mich hier waren einfach wesentlich schneller. Wir hatten heute wirklich nichts zu lachen. 11 Punkte sind wir jetzt schon hinten in der Weltmeisterschaft. Das ist natürlich dumm, Punkte gleich mit Lewis Hamilton. Der ist aber vor uns, weil er natürlich schon mehr Rennen gewonnen hat. Das ist aber ehrlich gesagt egal. Ich meine, Punkte gleich ist sowieso egal. Aber auch hier in der Konstrukteurs-WM, es wird interessant. Auch Carlos Sainz, kein optimales Wochenende für ihn, aber für uns zu dominieren, reicht's. Da reicht es ihm allemal. Es ist ein anstrengendes Rennen gewesen. Ich hoffe natürlich, dass wir eventuell beim nächsten Rennen wieder ein bisschen besser abschneiden können. Für heute soll es mal gewesen sein. Schaut gern auf TikTok vorbei. It's_Tobi, links mal unten in der Bio. IT_Gaming. Vielen Dank für euren krassen Support. Und wie gesagt, alle Links unten drin. Falls ihr noch nicht habt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und auch gerne mit euch hier oben. Und wir sehen uns hoffentlich morgen hier wieder oder später auf TikTok noch. Wir werden viel über das Rennen quatschen, aber vor allem auch wird es morgen oder übermorgen eine Recap geben zum Rennen in Japan. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.